Gute Laune. Ein Eintrag im Yoga-Vidya-Lexikon der Tugenden, Eigenschaften und geistigen Fähigkeiten. Heute geht es um gute Laune. Gute Laune ist eine gute Stimmung, ist eine gewisse Fröhlichkeit, eine gewisse Heiterkeit. Gute Laune ist etwas, was du auch in dir kultivieren kannst. Gute Laune fällt natürlich leichter, wenn ein angenehmes Betriebsklima ist, wenn Menschen dich loben, wenn es irgendwo harmonisch ist, wenn man sich mit anderen gut versteht, wenn man Anerkennung bekommt, wenn man das Gefühl hat, Gutes zu bewirken, wenn man das Gefühl hat, was man tut, ist etwas Gutes. Gute Laune musst du aber auch nicht abhängig machen von anderen. Natürlich, bis zu einem gewissen Grad hängt es auch von dir ab. Welches Aufgabengebiet suchst du dir aus? Welchen Beruf suchst du dir aus? Vieles hilft, wenn du erstmal eine Einfachheit lernst, wenn du lernst, mit wenigem glücklich zu sein. Dann bist du nicht abhängig von anderen. Dann kannst du mehr die Dinge so machen, wie sie dir entsprechen. Du brauchst dann weniger Ängste zu haben. Genügsamkeit, Zufriedenheit, das ist Einfachheit. Und das hilft auch für die gute Laune. Du kannst auch andere Dinge tun, die dir helfen, in gute Laune zu kommen. Täglich Meditation zu üben, hilft der guten Laune. Mantra singen, zuzuhören, hilft der guten Laune. Yoga-Übungen zu machen, ist gut für die gute Laune. Jeden Tag 20 Minuten an die frische Luft und vielleicht flott spazieren gehen, flott wandern oder joggen, schwimmen, Fahrrad fahren, ist gut für die gute Laune. Und manchmal hilft es einfach, gute Laune zu haben. Wir sagen, jetzt will ich gute Laune haben. Bis zum gewissen Grad kannst du das beeinflussen. Natürlich nicht, wenn du gerade einen großen Verlust hattest. Natürlich nicht, wenn gerade deinem Partner oder deinem Kind irgendwo was zugestoßen ist und in einer schlimmen Situation ist. Es muss keine Diktatur der guten Laune geben. Auch Trauer, auch Ärger, auch Angst, auch Niedergeschlagenheit, all das hat auch seinen Platz. Aber als Grundstimmung kannst du durchaus gute Laune kultivieren. Wenn nichts anderes Außergewöhnliches passiert, könntest du dir vornehmen, ich will gute Laune haben. Und da gibt es auch einige Techniken. Du kannst zum Beispiel sagen, ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Nachmittag. Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich freue mich auf den weiteren Nachmittag. Oder manchmal helfen auch solche Gesten. Du kannst die Hände auf das Herz geben und so ein paar Mal vom Herzen her nach vorne gehen. Vom Herzen her nach vorne. Und du spürst aber, wie dein Herz weit wird. Und wenn dein Herz so weit wird, kommt Freude und gute Laune. Oder eine weitere Technik, du kannst dir sagen, ja, auf der Oberfläche meines Geistes, da ist Unruhe. Auf der Oberfläche meines Geistes ist irgendwo seine gewisse Ängstlichkeit. Und es gibt auch gute Gründe dafür. Aber in der Tiefe meines Wesens, da ist Freude und Stärke. Und auch wenn da an der Oberfläche meines Geistes gerade Unruhe ist und gute Gründe dafür sind, weiß ich, in der Tiefe meines Herzens, in der Tiefe meines Wesens, ist Freude und ist Kraft. Und aus der Tiefe meines Herzens wird diese Freude und diese Glück und diese gute Laune jetzt nach oben kommen, in die Oberfläche meines Geistes. Schon in wenigen Minuten werde ich gute Laune haben. Und auch wenn ich sie jetzt noch nicht spüre, so weiß ich doch, aus der Tiefe meines Herzens kommt neue Kraft, kommt neue Freude. Neue Energie. Und schon in ein paar Minuten werde ich guter Laune sein, voller Energie, voller Kraft, voller Freude.